Sparkasse Lambach. Was zählt, sind die Menschen. Urban City Design. Sitzmobiliar, Abfallbehälter, Kinderspielplätze, Einhausungen und allem, was der urbanen Stadtgestaltung dient. Wir begleiten Sie von der Idee über die Umsetzung bis zum fertigen Produkt. Informieren Sie sich auf ucd.at. Hast Mode, Trachtenmode für die ganze Familie. Topmodische Damen, Herren und Kindertrachten. www.hast-mode.at. In unserem Sortiment haben wir auch eine große Auswahl an Gastronomietrachten. hast-mode.at. Die Top-Show der Lambacher Pferdewirte. Die heißen Eisen 2016. Sonntag, 22. Mai, 14 Uhr. Und heuer erstmals auch Samstagabend, 19 Uhr. Sichern Sie sich ganz schnell Ihre Karten. abzlambach.at. Internationale Böffeltrainer-Jahrestagung vom 24. bis 26. Juni 2016 in Wallern. Jetzt anmelden, begrenzte Teilnehmerzahl. www.boeffel.at. Regionalmagazin in Donau-Hausruck. Aktuelles aus der Region für die Region. Sport, Wirtschaft, Gesellschaft und vieles mehr. Diese Woche neu. regional-magazin.at. Bei diesem einmaligen Jubiläum zeigt sich sogar der Wettergott von seiner gnädigen Seite. Da für das Pfingstwochenende starker Regen vorausgesagt wurde, befürchteten die Organisatoren des ATSV Stadl Paurer Sparkasse Nachwuchscup schon, dass die 20. Auflage ihres Großturniers im wahrsten Sinn des Wortes ins Wasser fällt. Das U8-Turnier am Samstag muss dann noch abgesagt werden. Aber am Pfingstsonntag stehen den 10- und 12-Jährigen keine Wasserlachen im Weg. Es kann gespielt werden. Bei der U10 holt sich LASK Linz vor dem FC Wels und der Union Regau den Turniersieg. Aber das Gewinnen steht bei diesem Traditionscup maximal an zweiter Stelle. In erster Linie geht es den Nachwuchs Alabas um Spaß und Bewegung. Diese Attribute stehen seit der Einführung des Nachwuchs-Pfingstturniers vor 2 Jahrzehnten unangefochten an der Spitze der Prioritätenliste. Unzertrennlich verbunden mit dem Sparkassencup ist ein Name, nämlich der des Gründers. Das ist der Verdienst von unserem Ex-Obmann Wetschka Max, der da fieberhaft das ganze Jahr daran arbeitet. Und es würde nicht anders gehen, wenn er sich nicht so intensiv damit beschäftigt. Wenn wir das angefangen haben, hätte ich nie gedacht, dass das 20 Jahre dauern wird. Aber ich bin jetzt gerade am Übergeben an meinen Sohn. Und ich bin ein bisschen amtsmüde nach 20 Jahren Sparkassencup in Stadl-Paurer. Und die Jungen kehren an vorderster Front. Die Fußstapfen, die der Vater hinterlässt, sind mehr als nur groß. Aber sage ich mal, die Unterstützung seinerseits ist er nicht ganz abgerissen. Meine persönlichen Beweggründe sind jene, sage ich mal, das Projekt ATSV Stadl Paurer und insbesondere auch den Nachwuchs hier im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen. Wir sehen uns als junges, dynamisches Unternehmen, haben für den Sport sehr viel über und sage ich mal, das Turnier in Kombination mit dem ATSV bietet sich als gute Plattform für uns an und ist auch eine persönliche, sage ich mal, Ehre, das Projekt so zu übernehmen. Die Investition in die Jugend, vor allem, sage ich mal, um die Kinder, sage ich mal, auch beim Sport irgendwie interessiert und ehrgeizig, sage ich mal, zu unterstützen. Es ist schön, sage ich mal, wenn man da die Freude und die Leidenschaft, die die Kinder da auf den Platz bringen, ein bisschen unterstützen kann. Und insofern versuchen wir da unser Bestes zu tun und sind froh, ein Teil davon zu sein. Gekickt haben beim Pfingstturnier in Stadl Paurer schon viele Jungfußballer, deren Namen dann einige Jahre später auf den Spielberichten der Bundesliga zu lesen waren. Ja, die bekanntesten waren die beiden Soleimani-Brüder, die da schon gespielt haben. Dann auf die gleiche, gestern habe ich es noch gewusst, habe ich so nachgedacht, wer da schon gespielt hat. Zum Beispiel der, was gestern gegen uns von LASK Linz, der Krikic hat da schon gespielt. Ne? Ich glaube, dass der Schul weiß ich nicht, aber gespielt hat. Aber es waren einige dabei, es war auch schon Rapid dabei. Da kann man sich nicht mehr so genau erinnern jetzt, aber es waren einige Talente, die heute sicher in der Bundesliga spielen oder gespielt haben, waren dabei.
gewaltig auch der Mehrwert dieser Veranstaltung. Bewegt haben sich im Maximilian-Pagel-Stadion in den 20 Jahren schon tausende Kinder und Jugendliche. Naja, wenn man das 20 Jahre, wenn man das jetzt so durchrechnet, pro Turnier sind so an die 60 Mannschaften, kann man sich ausrechnen, wie viele Mannschaften das dann in die 20 Jahre waren. Nicht? Also jedes Turnier an die 60 Mannschaften. Also pro Turnier kann man sagen zwischen 500 und 600 Kinder, dann kann man das schon ausrechnen. Ich kann es jetzt momentan nicht auf die Gleiche vor der Kamera. Ein Wetschka oder vielleicht auch zwei wären allerdings zu wenig, um ein derart großes Bewegungsfest top organisiert über den grünen Rasen zu bringen. Da arbeiten drei Tage lang über 50 Ehrenamtliche zig Stunden zum Nulltarif. Und gerade diese Ehrenamtlichkeit, die von politischen Entscheidungsträgern geradezu mit Füßen getreten wird, etwa mit der völlig unsinnigen Registrierkassenpflicht, liegt dem Vater des Pfingstturniers am Herzen. An dem Wochenende, dass wir das durchführen können, brauchen wir sicher einmal an die 20, 25 Leute, die sich da ehrenamtlich herstellen. Und ich glaube, das ist auch für alle Vereine, das Ehrenamtliche wird immer weiter, das muss ich jetzt auch dazu sagen, von unserer Politik und von weiteren, es hören immer mehr Ehrenamtliche auf, weil die Auflagen punkto Politik oder Finanzen, wie es heißt, also ganz schlecht ist für die Vereine, muss ich sagen. Und da möchte ich vielleicht bitten an die Politik, das nochmal zu überdenken, weil die ehrenamtlichen Helfer werden immer weniger. Apropos Ehrenamtliche. Selbst die Regionalligaspieler des ATSV sind sich nicht zu schade, ihr freies Pfingstwochenende für die begeisterten Kids zu opfern. Für mich lustig, dass ich mit Kindern ein bisschen Schiedsrichter bin und ich bin wirklich freut, dass bin ich da und bin ich Schiedsrichter in diesem super Turnier für Kinder. Der Traum vieler dieser 12-Jährigen heißt natürlich Nationalteam. Gerade jetzt, kurz vor der Euro in Frankreich, ist dieser Wunsch natürlich allgegenwärtig. Wer wird denn nach Meinung der Kleinen und Großen eigentlich Europameister? Und wie wird sich unser rot-weiß-rotes Nationalteam im Konzert der besten Teams Europas schlagen? Österreich, ehrlich gesagt. Warum? Weil wir aus diesem Land kommen und sie sich gut qualifiziert haben. Deutschland und Frankreich haben auch eine Chance, England ebenfalls. Und das wird schon was. Ja, für Österreich wird es schwierig. Ich glaube, wenn weitergeht in der Gruppe, ist es ein großer Erfolg für Österreich, glaube ich. Und Titelfavorit für mich ist einfach Frankreich. Also für mich ist Frankreich, weil sie eine eigentlich sehr gute Mannschaft sind und eine unglaubliche Kampfgeist, unglaublich haben, einen unglaublichen Kampfgeist. Wie wird es Österreich gehen? Ja, schwer, es wird schwer sein, aber ich hoffe auch, dass sie gewinnen. Jedenfalls Österreich. Wieso? Ja, weil man, so wie er gesagt hat, dass wir aus dem Heimatland kommen und sie haben sich wirklich gut qualifiziert und sind jetzt zum ersten Mal dabei, eigentlich, dass sie sich selber qualifiziert haben. Naja, Österreich glaube ich eher nicht so gut, meiner Meinung nach, aber das andere war es ja auch noch nicht, wir werden es dann nicht sehen. Na, wenn wir ganz optimistisch sind, sagen wir mal Österreich. Als Fußballexperte, aus dem ich sehe, würde ich sagen, es macht Frankreich. Ich würde mich schon glücklich fühlen, wenn wir mit Österreich die Gruppenphase überstehen und dann, sagen wir mal, ins Viertelfinale kommen, wäre schon ein sensationeller Erfolg für Österreich. Titelfavorit? Die Turniermannschaft ist Deutschland immer und die werden auch da wahrscheinlich sehr, sehr zu favorisieren sein. Wie glaubst du, wird Österreich abschneiden bei der Europameisterschaft? Ja, kann schon ein paar Tore einige machen. Wer ist der Lieblingsspieler der Österreicher? David Alaba. Bis die 12-Jährigen in die Fußstapfen von Alaba, Arnautovic, Fuchs und Co. treten, werden noch ein paar Jährchen vergehen. Aber das, was in Stadl Paurer ihren Fans, darunter auch bekannte Gesichter, wie etwa der Erfolgscoach, der Wimsbacher Landescup-Sieger, gibt viel Anlass zu der Hoffnung, dass Österreich auch in Zukunft unter den Top 10 Nationen zu finden sein wird. Mit dabei sind bei den Zwölfern 10 Mannschaften. So treffen im ersten Spiel der Gruppe A die Youngsters des Oberösterreich-Liga-Clubs FC Wels
das sind die Girl und Boys in Grün, auf ihre Alterskollegen der Spielgemeinschaft Stall Paurer Lambach. Praktisch fast Nachbarn treffen im ersten Match der Gruppe B aufeinander. Der Zukunftshoffnungen des Regionalligisten und Veranstalters ATSV Stall Paurer. Die Mädel und Jungs haben Schwarz als ihre Dressenfarbe gewählt. Spielt gegen die Nachwuchshoffnungen des Landesliga Westvertreters SC Schwanenstadt 08. Spiel 2 in der Gruppe A lautet dann SK Bad Wemsbach gegen Blau-Weiß Linz. Wie schon vorhin erwähnt, den 12-Jährigen aus dem Kurort, das sind die in den Überziehleiberln, sieht auch der Coach des Landesliga West 2. auf ihre kleinen Beinchen. Aber auch die Linzer brauchen sich in puncto Nachschub für ihr Regionalliga-Mitte-Meisterteam keine Sorgen machen. Wenn ein Preis für die schönste Bekleidung der Jungkicker vergeben würde, die U12 des LASK Linz wäre dafür ganz sicher ein heißer Tipp. Gegen die Zweiergarnitur des FC Wels nützt die Tarnbekleidung allerdings nicht wirklich. Die Landeshauptstädter und die Messestädter trennen sich nach der 13-minütigen Spielzeit mit einem Remis. Damit fehlen uns von den 10 Teams, die im U12-Turnier der runden Kugel hinterherjagen, noch 2. In der Gruppe A ist dies die Union Buchkirchen. Das auch im oberösterreichischen Fußball-Unterhaus im Nachwuchs sehr gut gearbeitet wird, zeigen die rot-weißen Kids des überlegenen 1. Klasse Mitte-West-Tabellenführers. Ihren Gegner in Grün kennen wir schon, das ist der FC Wels 1. Last but not least sind auch die Talente der Union Regau zum 20. Sparkassen-Pfingst-Nachwuchscup des ATSV Stall Paurer angereist. Ihr erstes B-Gruppenspiel fällt unter die Kategorie Derby. Den Rot-Weißen stehen nämlich die Blau-Weißen gegenüber. Richtig erkannt, das ist der SC Schwanenstadt 08. Am Ende des Tages gibt es im Stadlinger Maximilian-Pagel-Stadion so und so nur Sieger. Da ist zum einen das Organisationsteam. Denn vielen Ehrenamtlichen unter der Regie von Turnierdirektor Max Wetschka darf man getrost das Prädikat Weltklasse verleihen. Dann sind da hunderte Kinder, die einen Tag lang einen Riesenspaß miteinander und an der Bewegung haben. Ja, und dann gibt es auch noch sportliche und finanzielle Gewinner. Sportlich siegt bei den 12-Jährigen Blau-Weiß Linz vor dem FC Wels und LASK Linz. Finanziell zahlt sich die Teilnahme für die Clubs deshalb aus, weil es für die besten 3 der sogenannten Vereinswertung, hier werden die Platzierungen von der U10 bis zur U16 Punkte nach dem Ski-Weltcup-System vergeben, Bares in Höhe von 1.500 und 250 Euro gibt. Geld, das ganz sicher wieder dort landet, wo es hingehört, in der Nachwuchsabteilung der Vereine. Wie schon erwähnt, die Goldmedaille für die Organisatoren dieses Fußballfestes und die ganz große Hoffnung, dass es diesen Sparkassen-Nachwuchs-Pfingstcup des ATSV Stall Paurer auch weiterhin gibt. Zumindest einmal die nächsten 20 Jahre.